Guten Morgen, liebe Zuschauer. Warum gehen Menschen in eine Kirche? Abgesehen von der Gemeinschaft mit anderen Christen suchen gerade in der Adventszeit viele dort einfach Ruhe und genießen das warme Kerzenlicht. Oder sie sind auch nur begeistert von den Bauwerken. Bei uns geht es heute um Menschen und ihre Kirchen. Wir wollen Ihnen jetzt eine vorstellen, in der abends sogar Kölsch getrunken und gerockt wird. Ja, die Kölner Kulturkirche ist eine Ausnahme. Denn die meisten Kirchen in unserem Land werden noch so genutzt wie seit Hunderten von Jahren. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland gehen jeden Sonntag zum Gottesdienst. Und neben dem Pfarrer braucht eine Kirche auch so etwas wie einen Strippenzieher im Hintergrund, damit alles rund läuft. Ja, den Dom von Braunschweig, den habe ich noch nicht besucht, aber die Kirche, die wir Ihnen jetzt zeigen, die kenne ich als Dresdnerin seit meiner Kindheit. Ich habe die Frauenkirche noch als riesigen Steinhaufen in Erinnerung, als Mahnmal gegen den Krieg. Als nach der Wende die Idee aufkam, diese Kirche wieder aufzubauen, gab es viele Skeptiker. Schließlich sollte die Hälfte der Kosten aus privaten Spenden gedeckt werden. Es ist vielen Menschen aus aller Welt zu verdanken, dass diese Vision Wirklichkeit geworden ist. Darunter ist auch der weltberühmte Trompeter und Dirigent Ludwig Güttler aus der ehemaligen DDR. Er hat von Anfang an für den Wiederaufbau gekämpft. Das Wunder von Dresden, die Frauenkirche. Vor 10 Jahren wurde sie geweiht und sie begeistert mich immer wieder aufs Neue. Aber auch kleine Dorfkirchen haben eine ganz spezielle Aura, der sich selbst die Menschen oft nicht entziehen können, die mit der Kirche eigentlich nichts zu tun haben. Werner Tiki Küstenmacher hat sich dazu ganz eigene Gedanken gemacht. Er ist Autor und selbst auch Pfarrer und hat dazu folgende Geschichte gezeichnet. Wer einen Dom betritt, der staunt meistens erst mal ein paar Minuten. Diese schlanken Pfeiler, die sehen so aus, als würden sie von einer überirdischen Kraft gestützt und in den Himmel wachsen. Gotische Kathedralen sind Meisterwerke der Statik. Das ist auch im Kölner Dom gut zu sehen. Er ist übrigens eines der beliebtesten Ziele für Touristen in Deutschland. Soweit für heute unsere Sendung über Menschen und ihre Kirchen. Vielleicht konnten wir Ihnen ja einen kleinen Anreiz geben, mal wieder eine Kirche zu besuchen, falls Sie schon länger nicht mehr dort waren. Das ZDF sendet jetzt aus der Johanneskirche in Frankfurt einen evangelischen Gottesdienst. Nächsten Sonntag geht es bei uns um das Thema Barmherzigkeit und die Frage, was dieses altmodische Wort heute eigentlich noch bedeutet. Genießen Sie diesen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Advent. Tschüss.